versuche auch mal was, wo ich denke, oh Gott, früher hätte ich gedacht, oh nein, wieder neu anfangen. Ist ja gar nicht so. Einfach aus dem, was denn da ist, was Schönes machen. Das ist so meine Devise. Ich heiße Tina Kercher. Ich bin aus Leidenschaft Künstlerin, habe zwei Kinder, die mich quasi in die Kreativität getrieben haben und male aus Überzeugung, aus Leidenschaft und hole mir dadurch sehr viel Energie. Die Acrylmalerei mag ich am liebsten. Kann man ganz kreativ sein, alles geht relativ schnell, muss nicht monatelang trocknen wie Öl. Ich rieche Öl nicht gerne. Manche Bilder dauern eben auch ein paar Tage oder auch mal länger, wenn man eine Hälfte fertig hat und sich nicht sicher ist. Und dann auf einmal, das mache ich jetzt draus. Wenn ich meine heutigen beiden Bilder beschreiben müsste, ist es ja sehr abstrakt. Also ich male jetzt nicht realistisch. Das finde ich immer ganz toll, wenn ich das sehe. Und ich finde die Künstler, ich bin nicht neidisch, aber ich bewundere die ohne Ende. Aber ich bin nicht die realistische Malerin, nicht gerne, auf jeden Fall. Ausstellungen hatte ich jetzt seit 2013 eine Vielzahl, war wirklich eine ganze Menge. Und wenn ich mir überlege, wie die Bilder in der ersten Ausstellung waren und wie ich jetzt eine Ausstellung gerade bestücken kann, dann bin ich schon relativ stolz auf mich, dass ich von meiner Kinderphase so ein bisschen weg bin, so ein bisschen erwachsener geworden bin. Ein Bild ist, was einem sehr am Herzen liegt, tut es sehr weh. Bin ich sogar jetzt imstande zu sagen, es gibt Bilder, die würde ich nicht verkaufen. Aber heute ging es mir ganz leicht von der Hand. Ich brauchte Farben um mich. Ich habe mal was ausprobiert. Teilweise Finger, Pinsel, Tube oder mit Spachtel und es hat irgendwie Spaß gemacht. Das ist einfach wichtig, dass man mit einem guten Gefühl aus diesem Raum hier rausgeht, aus meinem Atelier, wenn ich rausgehe und sage, ach, schön, ich habe was geschafft.